Mehrsprachiges Schreiben an der Universität. Was soll das sein? Wie geht das? Und was bringt mir das? Diese Fragen beantworten wir heute im Videoformat. Das Video wurde erstellt am Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen, kurz ZFBK, der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Studium machen Studierende an der JLU Erfahrungen mit mindestens zwei Sprachen. Zum Beispiel berichten Studierende. Am Fachbereich werden immer mehr Veranstaltungen auf Englisch angeboten. Das sind aber richtige Fachkurse, keine Sprachkurse. Oder die Studierenden machen sich Sorgen und sagen, an unserem Institut gibt es nur Kurse auf Englisch. Jetzt soll ich eine englische Hausarbeit schreiben. Dabei weiß ich noch nicht mal auf Deutsch, wie das so richtig geht. Wenn immer mehr englischsprachige Lehrangebote gemacht werden, spricht man von English Medium Instruction, kurz EMI. Lehre findet hauptsächlich auf Englisch statt. Oft treffen Sprachen auch in konkreten Lehrveranstaltungen zusammen. Zum Beispiel: In den Seminaren sind die Sprachen irgendwie gemischt. In unserem Fach gibt es Fachliteratur nur auf Englisch, aber wir reden auf Deutsch darüber. Oder die Studierenden kommen ins letzte Semester ihres Studiums und berichten, studiert habe ich eigentlich nur auf Deutsch. Aber laut Prüfungsordnung kann ich meine Masterthesis auch auf Englisch schreiben. Oder die Studierenden werden im Verlauf des Studiums mit ganz individuellen Sprachmischungen konfrontiert. Meine Muttersprache ist eigentlich Russisch. In Russisch kenne ich keine Fachbegriffe, aber könnte viele Sachen viel schneller erklären. Viele Studierende sind zwar nicht in einen Studiengang mit Sprachen eingeschrieben, aber dennoch ist die Sprachenthematik für diese Studierenden relevant. Ich studiere eigentlich nichts mit Sprachen, sondern Politikwissenschaft. Ich interessiere mich aber total für Südamerika. Also muss ich teilweise auf Spanisch oder Portugiesisch lesen. Und gerade in Südamerika sind ja noch viele regionale Sprachen wichtig. Oder die Studierenden machen überraschende Erfahrungen damit, wie ihre eigenen Fremdsprachenkenntnisse miteinander interagieren. Zum Beispiel: Aus der Schule kann ich noch ein bisschen Französisch. Wenn ich an der Uni mal was auf Englisch schreiben soll, funkt tatsächlich manchmal das Französische dazwischen. Für das akademische und wissenschaftliche Schreiben an der Universität ist die Sprachenthematik selbstverständlich auch relevant. Ganz konkret hast du dir selbst vielleicht schon folgende Fragen gestellt. Soll ich beim Schreiben in der Fremdsprache versuchen, meine anderen Sprachen zu unterdrücken? Also während des Schreibprozesses keine Sprachfetzen nutzen, die mir einfach so einfallen, und nicht versuchen, zum Beispiel in meiner Muttersprache nachzudenken? Oder du hast dich schon einmal gefragt, was ist, wenn ich meine anderen Sprachen gar nicht unterdrücken kann? Die fallen mir ja einfach so ein. Beeinflusst das dann meine fremdsprachlichen Texte? Werden meine fremdsprachlichen Texte dann schlechter? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ob du andere Sprachen beim Schreiben in der Fremdsprache tatsächlich nutzen kannst. Vielleicht hat mehrsprachiges Schreiben sogar Vorteile. Können dir andere Sprachen da helfen? Schauen wir uns zunächst eine Modellierung des menschlichen Gedächtnisses an, um uns vorzustellen, wie verschiedene Sprachen möglicherweise beim Schreiben interagieren. Weitere Hinweise zu Modellierungen des menschlichen Gedächtnisses findest du in der Videobeschreibung. Konzentrieren wir uns zunächst auf das Kurzzeitgedächtnis. Die Annahme ist, dass wir im Kurzzeitgedächtnis Daten, Fakten und Ideen bewusst betrachten können, um sie zum Beispiel in unserer Hausarbeit zu diskutieren. Das Problem dabei ist, dass das Kurzzeitgedächtnis eine begrenzte Aufnahmekapazität hat. Wenn ich also in der Fremdsprache schreibe, hier rot, kann es sein, dass ich anfange, mir über die Grammatik Sorgen zu machen, mich zu fragen, wo im Satz das Adjektiv hinkommt, oder dass ich mich darüber ärgere, dass mir ein bestimmtes Wort in der Fremdsprache einfach nicht einfallen will. Diese auf die Fremdsprache bezogenen Gedanken nehmen natürlich Speicherkapazität im Kurzzeitgedächtnis in Anspruch.
Wissenschaftlerinnen in der Schreibforschung nehmen also an, dass die Beschäftigung mit der Fremdsprache im Schreibprozess Daten und Fakten aus dem Kurzzeitgedächtnis verdrängen kann. Ich muss mich zu sehr auf die Fremdsprache konzentrieren, und da haben einige Daten und Fakten im begrenzten Speicher des Arbeitsgedächtnisses einfach keinen Platz. Das ist eine theoretische Annahme aus der Forschung zum mehrsprachigen Schreiben. Eine andere theoretische Annahme aus der Schreibforschung bezieht sich auf das Langzeitgedächtnis. Im Gegensatz zum Kurzzeitgedächtnis werden im Langzeitgedächtnis unsere Erfahrungen und Kenntnisse dauerhaft repräsentiert. Höchstwahrscheinlich ist die Speicherkapazität des Langzeitgedächtnisses nicht begrenzt. Die Daten, Fakten und Ideen sind uns nicht immer präsent, können aber prinzipiell abgerufen werden. Gerade wenn wir eine deutschsprachige Schule in Deutschland besucht haben, sind uns viele Daten, Fakten und Ideen, zum Beispiel aus Mathe, Geschichte, Biologie oder Kunst, aus einem deutschsprachigen Zusammenhang bekannt. Das haben wir hier blau markiert. Wir nennen diese blau markierte Sprache hier im Kontext mal Muttersprache und mal dominante Sprache. Es handelt sich dabei um diejenige Sprache, in der du umfassende Kenntnisse hast, in der du dich spontan, vielfältig und sicher ausdrücken kannst. Es besteht also die Vermutung, dass Schreiben ausschließlich in einer Fremdsprache nicht die beste Brücke ist, um an diejenigen Inhalte in meinem Langzeitgedächtnis heranzukommen, die ich in einem anderen Sprachzusammenhang kennengelernt habe. In unserer Abbildung ist die Brücke rot markiert, als Markierung für die Fremdsprache, und sie reicht nicht ganz an das Feld des Langzeitgedächtnisses heran. Eine Annahme aus der Forschung zum mehrsprachigen Schreiben ist also, dass meine akademischen Texte in der Fremdsprache dann gut werden, wenn ich mir erstens über den Inhalt der Texte erst einmal ungestört von fremdsprachlichen Problematiken in Ruhe in meiner dominanten Sprache Gedanken machen kann und zweitens, dass die dominante oder Muttersprache es mir erlaubt, effizientere Brücken in mein Langzeitgedächtnis zu schlagen und dort Informationen abzurufen, die ich dann in meinen fremdsprachlichen Texten nutzen kann. Andererseits gibt es auch die wichtige Annahme aus der Übersetzungswissenschaft, dass für mehrsprachiges Schreiben ein Mindestmaß an Übersetzungskompetenz notwendig sein könnte. Warum? Nehmen wir mal an, du beginnst damit, einen englischsprachigen Satz zu schreiben und stellst auf einmal fest, dass dir ein Wort auf Englisch einfach nicht einfällt. Um deinen Gedankengang nicht zu unterbrechen, nimmst du einfach ein deutsches Wort und schreibst den Satz dann auf Englisch zu Ende. Die Annahme aus der Übersetzungswissenschaft ist, dass die Sprachen dann anfangen, im Kurzzeitgedächtnis miteinander zu interagieren und dass dann irgendwann Quatsch dabei herauskommen könnte, so wie wortwörtliche Übersetzungen von deutschen Sätzen ins Englische. This makes you so fast nobody after, was natürlich im Englischen keinen Sinn ergibt. Um sich davor zu schützen, so die Annahme, muss man einige Übersetzungsstrategien kennen. Also nochmal, was denn jetzt? Sollte ich beim Schreiben in der Fremdsprache versuchen, meine anderen Sprachen zu unterdrücken? Was ist, wenn ich meine anderen Sprachen gar nicht unterdrücken kann? Werden meine fremdsprachlichen Texte dann schlechter? Schreiben in der Fremdsprache, können mir andere Sprachen da helfen? Wie überall im Leben sind auch die Antworten hier eher komplex. Links in der Tabelle findest du Studien, in denen Schreibforscherinnen positive Wirkungen von mehrsprachigen Schreibstrategien auf fremdsprachliche Textqualität beobachtet haben. Das kann Übersetzen sein, das kann spontanes Wechseln zwischen den Sprachen sein oder auch mehrsprachige Unterhaltungen, wenn man von Dozenten oder Mitstudierenden Feedback bekommt. Im Gegensatz dazu siehst du in der rechten Spalte Studien, in denen negative Wirkungen von mehrsprachigen Schreibstrategien auf fremdsprachliche Textqualität dokumentiert wurden. Na was denn jetzt? Die Empirie zeigt, dass unterschiedliche Faktoren die Interaktion zwischen den Sprachen beim Schreiben beeinflussen können. Zum Beispiel kann wichtig sein, welche Sprachen ich miteinander kombinieren möchte. Ob jetzt Englisch mit Spanisch
oder Englisch mit Japanisch oder Deutsch mit Türkisch. Auch hier sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Dann kann es auch wichtig sein, wie gut ich die einzelnen Sprachen und das Schreiben in den einzelnen Sprachen beherrsche. Ob ich zum Beispiel eher Anfänger oder eher fortgeschritten bin. Außerdem scheint auch relevant zu sein, wann und wofür ich in fremdsprachlichen Schreibprozessen meine anderen Sprachen überhaupt benutzen will. Lese ich einfach nur einen weiteren Text? Oder plane ich in meiner Muttersprache, um dann in der Fremdsprache zu schreiben? Oder benutze ich alle meine Sprachen zum Vorformulieren? Auch hier gibt es sowohl positive als auch negative Beobachtungen zu den unterschiedlichsten Teilprozessen des Schreibens. Na toll. Und was sollst du jetzt konkret machen? Auf der empirischen Grundlage kannst du also nicht unbedingt vorhersehen, ob mehrsprachiges Schreiben für dich Vorteile oder Nachteile bringt. Deshalb empfehlen wir hier tatsächlich, probieren geht über studieren. Es folgen also 4 Strategien, die du austesten kannst, mit Hinweisen, was bei den Strategien zu beachten ist. Strategie Nummer 1. Den Schreibfluss erhalten, Sprachen zulassen. Kehren wir zu unserem Formulierungsbeispiel von vorhin zurück. Du willst deinen Gedankengang nicht abbrechen. Also nutzt du einfach das deutsche Wort, das dir einfällt, und schreibst es hin, obwohl der endgültige Text auf Englisch sein muss. Du kannst deinen Gedanken zu Ende führen und hast ihn fürs Erste festgehalten. Dabei zu beachten ist, dass man zu guter Letzt die anderssprachigen Platzhalter im Text nochmal durch Formulierungen in der passenden Sprache ersetzen muss. Strategie Nummer 2. Das Arbeitsgedächtnis entlasten durch Vorschreiben in der dominanten Sprache. Du kannst also in Vorbereitung auf das Schreiben in der Fremdsprache zunächst deine Muttersprache nutzen, um deine Gedanken zu ordnen, Verständnisfragen zu klären oder Inhalte auszuwählen. Wenn du den Inhalt deines Textes richtig verstanden und festgelegt hast, kannst du dann deine Arbeitsgedächtniskapazität dazu einsetzen, um deine Ideen sprachlich richtig in der Fremdsprache zu formulieren. Diese Strategie kann besonders für diejenigen Studierenden nützlich sein, die bis jetzt wenig in der Fremdsprache geschrieben haben. Diese Studierenden sollten sich in einem Arbeitsschritt tatsächlich auf die fremdsprachlichen Formulierungen konzentrieren können und nicht gleichzeitig noch über den Inhalt nachdenken müssen. Strategie Nummer 3, das sogenannte Backtracking. Nehmen wir an, du hast schon einen Teil deines Textes in der Fremdsprache formuliert. Auf den ersten Blick macht dein Satz für dich einen guten Eindruck. Was du jetzt als Überprüfung machen kannst, ist deine Formulierung zurück in deine dominante Sprache zu übersetzen. Durch den Übersetzungsvorgang bist du dazu gezwungen, dir den Satz nochmal ganz genau durch den Kopf gehen zu lassen. In unserem Beispiel ist hier ein inhaltlicher Fehler im englischsprachigen Satz. Vermutlich hat der die Schreibende versucht, sich gleichzeitig auf die inhaltliche und die fremdsprachliche Richtigkeit zu konzentrieren. Doch dabei ist leider der Inhalt auf der Strecke geblieben. Durch das Backtracking, also das Rückübersetzen, kannst du solche Unfälle in deinen fremdsprachlichen Texten identifizieren. Und dann korrigieren. Bei Backtracking zu beachten ist, dass man dafür etwas Zeit einplanen muss und langsam vorgehen sollte. Es geht hier nämlich nicht darum, dass man die Informationen in der dominanten Sprache besonders eloquent ausdrückt, sondern dass man die Übersetzung für eine inhaltliche Auseinandersetzung nutzt. Das braucht etwas Zeit. Strategie Nummer 4. Notizen machen in einer anderen Sprache. Zum akademischen bzw. wissenschaftlichen Schreiben gehört sorgfältiges Lesen immer dazu. Dabei ist man manchmal versucht, zum Beispiel Schlagwörter aus den fremdsprachlichen Quellen herauszuschreiben, ohne zu überprüfen, ob man diese Schlagwörter tatsächlich im Detail nachvollzogen hat. In diesem Fall kann man seine Notizen in einer anderen Sprache als in der des Ausgangstextes machen. Dazu braucht man nicht die Schlag- oder Fachwörter in der anderen Sprache. Ganz im Gegenteil, man formuliert die Erklärung der Schlag- und Fachwörter in der anderen Sprache.
Diese Strategie kann vor allem dann hilfreich sein, wenn man schon etwas an das Übersetzen gewöhnt ist. Man wechselt ja in diesem Szenario hin und her zwischen verschiedenen Sprachen. Gerade das häufige Wechseln stellt besondere Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis. Und gerade da wollen wir ja für Entlastung sorgen. Also, wir empfehlen euch und ermutigen euch dazu, auszuprobieren, welche dieser mehrsprachigen Schreibstrategien Vorteile für euch haben kann. Den Schreibfluss erhalten, das Arbeitsgedächtnis entlasten, eure Texte durch Backtracking mehrsprachig überprüfen und euer Textverständnis mehrsprachig sicherstellen. Wir laden euch herzlich dazu ein, den Link in der Videobeschreibung zu nutzen, um uns eure eigenen mehrsprachigen Schreibstrategien vorzuschlagen. Die JLU bietet auch ILIAS-Module zum Schreiben in Deutsch und in Englisch. Die Literaturgrundlage des Videos sowie weiterführende Literatur finden sich ebenfalls in der Infobox unter dem Video. Viel Erfolg beim Ausprobieren!